die Header-Einstellungen im Joomla-Template Helix Ultimate. Helix Ultimate ist ein Framework-Template, mit dem du den Header individuell gestalten kannst und viele verschiedene Vorlagen hast. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und wenn dir solche Videos gefallen, klicke auf den Abonnieren-Button, klicke auf die Glocke, dann wirst du als Erster bei solchen Videos informiert. Wir sehen uns jetzt diese drei Dinge an. Zum einen lernen wir den Header-Builder kennen. Ich zeige dir, wie du diesen individualisieren kannst und du bekommst ein paar Möglichkeiten und Beispiele von mir an die Hand. Ich habe hier eine Joomla-Installation und in den Header-Builder gelangst du, indem du auf System die Template-Stile klickst und dann Helix Ultimate auswählst. Und hier gibt es den wunderschönen grünen Button Template Optionen oder Options. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite Basic Presence, Layout und so weiter. Und du findest hier unter Basic einmal hier die Header-Einstellungen und du findest auch unter Presence, wenn du den Custom Style aktiviert hast, auch nochmal Header-Einstellungen. Aber eines nach dem anderen. Starten wir mit den Basics und den Header-Einstellungen. Du hast hier die Auswahl, entweder von Null ab das selbst zu gestalten oder, und das macht ja Sinn, so einen vordefinierten Header zu wählen. Und hier gibt es dieses Minimal-Layout, ein Full-Width, also volle breite Layout mit Left, mit Center und hier mit einer Top-Bar hier oben und das kannst du individuell gestalten. Du kannst hier definieren, wie hoch der Header sein soll. Statt 80 Pixel machen wir mal 200 Pixel. Dann wird das Ganze höher und so kannst du das gestalten, wie du das haben möchtest. Du kannst hier diese Suchfunktion einbinden oder auch ausblenden. Den Login kannst du hier einblenden oder ausblenden. Kannst den Header sticky machen, also dass er immer oben an der Menüzeile haften bleibt oder dass er beim Scrollen verschwindet. Das hier sind einmal diese Header-Einstellungen. Ganz kurz zum Menü, falls du hier nur dieses Menü so haben möchtest und dieses Offset-Menü nicht, kannst du das über das Menü gestalten, indem du hier beim Mega-Menü auswählst, nur Mega-Menü, dann ist hier so der Header angepasst. Und genau so kannst du das Ganze gestalten. Im Header befinden sich je nach Ansicht diese Social-Icons und hier Telefonnummer und so weiter. Und das kannst du hier unter Basic Social Icons anpassen, entweder aktivieren oder deaktivieren. Und dann kannst du hier entsprechend die Links dazu anpassen. Ähnlich ist es hier bei den Kontaktinformationen. Das kannst du auch deaktivieren oder aktivieren und dann entsprechend deine eigenen Daten hier hinterlegen. Das heißt, du bist hier sehr flexibel, du hast mehrere Designmöglichkeiten und kannst das Ganze dann entsprechend anpassen. Jetzt sehen wir uns nochmal diese Presets an. Wenn du dich hier für eine Farbe entscheidest, beispielsweise hier für das Grün, dann wird das hier entsprechend geändert. Du kannst hier aber den Header anpassen, indem du hier Custom Styles aktivierst. Also du siehst, wenn grün, dann ist das hier grün, dann ist das hier grün oder eben in der anderen Farbe. Und wenn du jetzt Custom Styles aktivierst, dann siehst du schon, ändert er das auf blau, weil ich das mal so geändert habe. Und du kannst hier den Header von der Hintergrundfarbe auf beispielsweise diese Farbe ändern. Und dann ist das immer kurz zeitverzögert und dann ändert sich das Ganze. Und du kannst hier an dieser Stelle alles wieder resetten, zurücksetzen und ja anpassen, so wie du das haben möchtest. Bei mir übernimmt er das jetzt gerade nicht. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich diese Installation für Testvideos verwende und hier so viel schon herumprobiert habe, dass nicht alles mehr funktioniert, weil ich mir selbst Probleme geschaffen habe. Bei dir wird das aber funktionieren und du kannst das über den Custom Style so entsprechend anpassen. Gut, das soll es zum Thema Header gewesen sein. Meine Empfehlung, mach es dir einfach,
mach nicht 1000 Icons und Symbole rein, mach es übersichtlich, mach es schlicht und dann profitieren deine Besucher davon. Am Ende jetzt noch ein kurzer Tipp. Wenn du mehr über Joomla lernen möchtest, schau dir mein Joomla Video Master Tutorial an. Das sind mehr als 100 Videos über Joomla. Hier der Link dazu. Auch in der Videobeschreibung findest du diesen Link noch einmal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button, klicke auf die Glocke und gib diesem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder. In diesem Sinn, nicht vergessen, gib dem Video einen Daumen nach oben. Viel Spaß, dein Oliver Pfeil.